Auf einsamer Straße. Ja, in diesem Fall wird es wohl Strecke heißen, weil Straße passt nicht wirklich. Aber naja, willkommen in Fulda. Sie müssen diese Baureihe 401 Triebkopf nach Kassel bringen, wo es einen defekten Triebkopf ersetzt. Ja. Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3, der denn spielt das. Es gab heute einen größeren Stromausfall, deshalb staut sich der nordwärts fahrende Verkehr Richtung Kassel. Während unwichtigere Zugdienste bereits auf der Seite gestellt wurden, muss dieses Triebfahrzeug dringlich nach Kassel gebracht werden. Sie werden also die Strecke also befahren. Ja, jetzt ist es schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr habt gestoppt, dann könnt ihr es euch ganz lesen. So. Würde sagen, wir machen erstmal ein schickes Foto von diesem hübschen kleinen Triebkopf. So. Es ist wunderschönes Wetter, wie ihr seht. Die Sonne ist am Untergehen. So langsam, aber sicher. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Steigen hier so langsam in unseren kleinen, süßen, hübschen Triebkopf ein. So, Tür auf. Dann Stufen hinaufsteigen. Wenn es mal gehen würde. So, hinein ins gute Glück. Tür zu. Das ist also hier der Triebkopf. Das Triebkopfinnere, sagen wir mal so. So sieht's aus. Im Inneren eines ICE-1 Triebkopfs. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da die ganze Elektronik. Das hast du nicht gesehen. Wunderbar. Wunderschön. So, dann gehen wir mal hinein. Schließen natürlich die Tür. Machen unsere Zugsicherungssysteme an. Gut, dann machen wir das gleich. Zack. Zack. Setzen uns in den Lokführersitz. Stecken den Richtungsschlüssel ein, Richtungsweise Richtungswender. Stellen ihn auf Vorwärts. Zack. Instrumentenbeleuchtung auf An. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Bremsschlüssel auf aufgesperrt. Zack. Wir sind nun bereit, loszufahren. Ja, wunderschön. Machen natürlich noch die. Das haben wir ja soweit. Ist an. Zack. Glaub. Normal, das reicht. So, wir müssen aber noch hier unsere. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir wirklich soweit, stellen die AFB noch auf die gewünschte Geschwindigkeit. Das heißt, jetzt ist mal auf 40. Zack. Dann lösen wir die Bremse. Und dann sind wir bereit abzufahren. Ah, warten wir erstmal, bis er hochgefahren hat. Und dann schalten wir langsam auf. Dann schauen wir mal, ob wir uns befreien. Befreiung möglich. Dann machen wir das natürlich. Wunderschön. Ich finde es ja echt toll, dass es da steht. Das finde ich richtig schön. Das haben sie echt gut umgesetzt. Da steht ein ICE 3 auf, wartet auf Ausfahrt. Aber noch hat der Rottweiler wahrscheinlich uns vorbeilassen muss. So, und unsere erste Station ist Langenschwarz. In gut 19 Kilometer auf Gleis 633. Na, dann schauen wir mal. So, wir dürfen sowieso erst vorerst 40 fahren. Bleiben wir da auch bei.
Sifa? Aber natürlich. Sieht schon ulkig aus, oder? Sieht doch mega. Oh, ganz ruhig. Sieht doch mega aus. Schaut euch das mal an. Hammergeil. Das ist doch der Wahnsinn. Einfach nur geil. So. Mega. Mega geil. So, dann dürfen wir auch gleich endlich beschleunigen auf 120. Wunderschön, wunderschön. Mal gespannt, wie dieses Szenario so laufen wird. Du willst schon schneller fahren als 40? Wahrscheinlich, ne? Übrigens, um die Sifa zu drücken, müsst ihr Q an der Tastatur Q drücken. Um die AFB aufzuschalten, müsst ihr R drücken und um abzuschalten, drückt ihr F. Nur damit, für den Fall, damit ihr es, falls ihr das noch nicht wusstet. Schleunigt jetzt natürlich umso besser, weil er ja keine Wagen hinten dran hat. Bisschen aufschalten hier. Greift die AFB schon ein, bremst, bis hier doch steil bergab geht. So, da sind wir auch in der LZB aufgenommen. Wunderbar. Bin gespannt, was wir gleich in Langenschwarz machen müssen. Das kann ja wohl noch nicht unser Ziel sein, ne? Wir sollen ja nach Kassel fahren. So, dann dürfen wir gleich 250. Wunderschön.
Aber noch ist es nicht so weit. Zeigt er 280 an, aber noch baut sich das hier nicht ab. Noch haben wir 140. Ziemlich langer Tunnel, oder kommt einem das nur so vor? Das Gefühl, der endet gar nicht. Wahnsinn. Ah, da kommt das Ende. Na, ich denke, es bleibt wohl bei 140 vorerst. Ja, dann ist das halt so. Schon cool irgendwie, oder? Sweet. Unser kleiner Triebkopf. Gibt's doch gar nicht. Da rollt er lang. Der Wahnsinn. Ein Tag des einsamen Triebkopfes. Aber der Szenarioname passt auf einsamer Strecke. Hier ist ja wirklich gar nichts los. Kein KI-Verkehr, kein Gegenverkehr, nichts ist hier. Nur wir. Ganz alleine. Ja. Also ich höre von immer mehr, dass dieses Spiel wirklich gut ankommt, dass das wirklich ja, ein sehr schönes Spiel ist und dass TSW 3 bisher
der beste Simulator ist, also Zugsimulator, den es gibt. Ja, es gibt hier und da noch Dinge zu verbessern, ganz klar. Zum Beispiel die Speicherfunktion sollte noch irgendwie eingeführt werden, finde ich. Vielleicht noch ein bisschen mehr Streckenvielfalt. Aber ansonsten kann man hier wirklich nicht meckern, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Besonders das Wettermodell, die Streckenerweiterung von beziehungsweise die ganze Strecke Kassel-Würzburg, dann dieser Zug hier, BR401, muss ich echt sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Diese Aussicht hier, die gefällt mir auch richtig gut. Wunderschön. So, widmen wir uns mal wieder der Strecke. Wir sind immerhin in 4 Kilometer schon in Langenschwarz, was auch immer wieder zu tun haben. So, 0, das heißt, wir haben gleich irgendwann irgendwo ein rotes Signal. Nicht wundern, wenn das gleich in Langenschwarz soweit ist. Schauen wir mal. Jetzt geht es wahrscheinlich erstmal runter auf 100. Oder wir werden direkt auf 0 gebremst. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wobei 1, ja doch. Ja, passt genau mit Langenschwarz. 1,7 Kilometer ist, ja, passt. Da muss es das Bremspunkt. Der Bremspunkt muss aber genau stimmen. Ist 100 Meter bis zum roten Signal bloß. Hey. So, da vorne ist unser Ziel, geradeaus jetzt. Naja, ich denke mal, die LCB wird uns wohl runterbremsen auf 0. Ihr habt es wahrscheinlich auch gehört, dass letztens in Karlsruhe
Hauptbahnhof, also im Vorfeld, beziehungsweise im Bahnhofsvorfeld von Karlsruher Hauptbahnhof, ein ICE 3 entgleist ist, also die hinteren Wagen zumindest. Habt ihr da schon irgendwelche Infos, warum das passiert ist? Weil ich habe noch nichts weiter gehört. So, wir werden ganz sanft von der LZB gebremst. Wunderschön. Ah, das war wahrscheinlich der Grund. Ziel erfüllt. So, nächste Station ist dann Kirchheim in 18 Kilometer. So, dann warten wir mal, bis hier grün ist. Und dann werden wir wie von Geisterhand gesteuert wieder losfahren, damit der ICE3 da hinten im Tunnel verschwindet. So, es wird dem ICE3 noch ein wenig Abstand gegönnt und dann werden wir uns gleich auf die Socken machen. Richtung Kirchheim. Mega geil, oder? Mega geil. Was für ein saugeiles Bild. So, ich werde aber mal was versuchen. Abgelehnt. Na gut, dann müssen wir halt noch warten. Wenn der Fahrdienstleiter sagt abgelehnt, dann ist das. Ach, deswegen ist da. Ihr seht's, deswegen. So, jetzt dürfen wir. Wie von Geisterhand fahren wir los. Mach's gut, 185. Später. So, 100 fürs Erste. Beziehungsweise 140. Bin eh am Überlegen, ob wir überhaupt schneller fahren dürfen als einzelner Triebkopf. Als 140. Sieht mir beinahe nicht so aus, weil wir ja stur bei 140 bleiben. Das werde ich doch gleich mal recherchieren.
steht jetzt nicht wirklich was. Jo. So. Es wurden 58 Garnituren gebaut, beziehungsweise 60 gebaut, 58 gab es. Und wurden in den Baujahren 88 bis 93 gebaut. Und die Ausmusterung dieses Zuges beginnt frühestens ab 2030. Und 358 Meter, zwei Triebköpfe und 12 Mittelwagen. Eine Höchstgeschwindigkeit von 280 Kilometern bzw. km/h, eine Dauerleistung von 2x4800 kW, 8 Fahrmotoren, Zugbeeinflussung PZB90, LZB, ETCS und Integra Signum, 703 Sitzplätze, nur mal so ein paar Daten. Übrigens, der vordere Triebkopf des Unglückszuges von Eschede 401-051 wurde kaum beschädigt und wird weiterhin eingesetzt. Zum Beispiel im Hauptbahnhof München im August 2007. Während die Mittelwagen und der hintere Triebkopf, ich sehe es hier gerade auf dem Bild. Man kann es kaum ertragen, wenn man das sieht. Total zerstört, das ist der Wahnsinn, was da damals passiert ist. Im 3. Juni 1998. Auf der Bahnstrecke Hannover Hamburg bei Eschede. Ja, ja. Ihr wisst, was passiert ist. Es war der ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen auf dem Weg von München nach Hamburg. Menschen verloren ihr Leben. Lassen wir das Thema lieber. Konzentrieren wir uns hier auf unser Szenario. In 9,5 Kilometer sind wir dann in Kirchheim. Und wir dürfen wahrscheinlich mit Sicherheit nicht schneller als 140 fahren, so wie das aussieht. Aber ich guck mal ganz schnell in den Plan rein. Das interessiert mich jetzt doch. Kirchheim, wie angezeigt, wie angezeigt, wie angezeigt. Anhalten in Körle und anhalten in Kassel-Wilhelmshöhe. Gut, dann machen wir das so.
Dann machen wir wie von uns gefordert. Oh, jetzt wird's aber diesig. Und dann meine ich das nur. Oder geht einfach die Sonne unter? Irgendwie wird's dunkler. Ah, ist hier gut. Fittig. Ja, gleich ist wieder Kirchheim. Ob wir in Kirchheim wieder Züge vorbeilassen müssen oder warum wir uns da hinstellen müssen, weiß ich nicht. Fakt ist, wir sollen anhalten und ja. So, werden wir jetzt gebremst oder nicht? Irgendwie kann sich der Zug nicht entscheiden. Wir werden zwar langsamer. Irgendwie geht die Sonne flöten, habe ich das Gefühl. Wie dunkler. IC3 entgegen.
So. Ich denke, dass wir wieder mal dem Fernverkehr Platz machen müssen. Diesmal werden wir aber ganz außen hingeschickt. Hier ist Baustelle. Oh, habt ihr das gesehen, den Funkenschlag? Mega. Sag ich doch, Fanverkehr. Erfüllt. Im Verkehr nach Süden ist zurzeit wenig los. Daher werden Sie anstatt hier stehen zu bleiben auf das Gegengleis geschickt, um den höher priorisierten Zügen die Überholung zu ermöglichen, während Sie fahren. Ja, wunderschön. So, 7 Kilometer bis zum nächsten Zielpunkt. Auf geht's. Thank you.
da bin ich ja mal gespannt. So, da fahren wir, glaube ich, jetzt noch bis Körle, wo wir das nächste Mal anhalten müssen, und dann kommt Kassel. Jetzt sind wir tatsächlich auf dem Gegengleis. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch noch Zugüberholungen erleben. Aber schneller zu 140 werden wir heute nicht mehr fahren. Aber das ist auch nicht so schlimm. Man muss ja auch nicht immer rasen. Echt gespannt, ob es noch anfängt zu riechen. So, da vorne kommt unser erstes bzw. unser nächstes Ziel, was wir überfahren werden. Und da ist die Zugüberholung. Mega geil. ICE3 überholt ICE1 Triebkopf. Hammer.
Nächste Station, beziehungsweise nächste Überfahrt ist 15 Kilometer entfernt. So, so. War doch, dass wir in Köln noch anhalten mussten, oder? Ja, anhalten in Köln Ost. Noch zweimal überfahren. Aber ich finde es ein bisschen amüsant, dass wir nicht schneller als 40 fahren. Ich würde immer sagen, woran das liegt. Weil mir erschließt sich das nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Sorry übrigens, dass ich gerade so ein bisschen ruhig bin, aber ich lese gerade was.
ja, das Wetter wird schlecht. Würde mich nicht wundern, wenn es jetzt gleich Regen gibt noch, weil es ist doch ziemlich. Beginnt schon Regen, schon am Regnen. Dann machen wir mal schnell die Scheibenwischer an. Wieder mal null. Gleich das nächste rote Signal. Gelbe Vorsignal, ja, und gleich rot. Und wieder eine Zugüberholung. Wunderschön. Finde ich echt gut, das Szenario. Zugüberholung, das Wetter wird schlecht. Öfter an roten Signalen anhalten. Gegengleis. Nebengleis anhalten. Also ich finde es echt geil.
Oh, diesmal bleiben wir im Tunnel stehen. Das hatte ich aber auch noch nicht. So, dann schauen wir mal. Warum wir hier stehen bleiben. Tut sich nichts. Ah, wir haben grün. Also, da geht's. So, nächste Station, Körle Ost.
Hat sich aber ganz schön geändert, das Wetter. Wahnsinn. Von ziemlich sonnig auf ziemlich regnerisch. YouTube scheint gerade down zu sein. Also irgendwie ist YouTube wohl gerade nicht erreichbar, weil bei mir funktioniert es gerade gar nicht. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jetzt gerade ist hier gar nichts. Komisch, komisch.
So, gleich in Köln anhalten. Sorry, ich bin gerade ein bisschen ruhig, gebe ich zu, aber naja, tut's gerade nicht. Komisch, komisch, aber mein YouTube auf Handy läuft gerade überhaupt nicht. Eva, Eva. Es ist wieder da. Hatte wohl einen kleinen Bug. Bin ich aber beruhigt. Ich dachte schon, ich hätte irgendwie ein Problem. So, noch 15 Kilometer bis Kassel-Wilhelmsburg und am Ende dieses Szenarios. Und ja. Hat sich aber ziemlich verschlechtert, das Wetter. Meine Herren. Sorry, ich war gerade ein bisschen ruhig, aber ich hatte gerade ein bisschen Panik, weil mein YouTube nicht mehr ging. Aber es hat sich alles im Wohlgefallen aufgelöst. Tut alles wieder. Dann wollen wir mal schauen, dass es hier schnellstens wieder auf Grün geht. Na komm.
Ah, habt ihr das gesehen? Jetzt gibt es auch noch Gewitter. Alles drin in diesem Szenario. Alles drin. Voll der Blitz gerade. Na komm. Da kommt doch nichts. Der IC3 dürfte doch mittlerweile weg sein. Also. Viel zu dunkel, Lu. Allah, die Waldfee. So, dann werden wir mal lieber wieder in den Führerstand gehen. So, nächste und letzte Station. Kassel-Wilhelmshöhe. So, mal schauen, dass wir hier noch einigermaßen durch das Gewitter kommen. Nicht, dass uns gleich noch der Blitz in die Oberleitung einschlägt. So kurz vorm Ziel. Boah, ist das am Gießen. Machen wir mal
Die Scheibe scheint mir nicht ein. Natürlich. Was eine Fahrt. Ein sehr, sehr schönes Szenario. Also es ist wirklich, an diesem Szenario finde ich schön, dass man nicht stur durchfährt, sondern dass man zwischendurch auch an die Seite genommen wird, dem priorisierten Fernverkehr Platz machen muss, dass man aufs Gegengleis fährt, dass es Zugüberholungen gibt, dass es von sonnig auf Gewitter sich ändert und muss ich wirklich sagen, ein sehr, sehr schönes Szenario. Auch wenn wir jetzt schon eine Stunde 20 am Aufnehmen sind, ja, es ist trotzdem ein wunderschönes Szenario, muss ich wirklich sagen. Die letzten 8 Kilometer. Mega geil, oder? Das sieht doch schon echt geil aus. So, so langsam nähern wir uns dann. Kassel. In großen Schritten. Ende unserer untypischen Reise, würde ich fast sagen.
Aber auch wenn es jetzt ein bisschen lang geworden ist, dafür, dass es ja gestern kein Video gab, finde ich das als Entschädigung heute ganz gut. So, 60. Also ich hatte gestern wirklich Probleme. Meine Güte. Es fing ja Freitag eigentlich schon an. Freitag ist dauernd das Update abgebrochen. Ja, es hat einfach nicht abgedatet. Der Download immer abgebrochen. Dann habe ich das Spiel nochmal deinstalliert, neu installiert. Das hat auch nicht funktioniert. Ey, jetzt sind wir aber. Die LZB hat sich abgebrochen. Das heißt, wir werden jetzt ganz schnell hier auf 60 runtergehen. Beziehungsweise auf 60, ja, auf 60 gehen wir runter. So, bleiben wir da erstmal. So, auf jeden Fall habe ich dann Steam deinstalliert, Steam neu installiert, hat trotzdem nicht funktioniert und ich war echt am Ende. Und dann habe ich gestern einfach mal aus Trotz eine externe Festplatte abgezogen, weil der PC ließ sich ja noch nicht mal mehr runterfahren. Nicht neu starten, gar nichts. Windows ständig eingefroren, wie gesagt, dann habe ich die externe Festplatte einfach mal abgezogen. Und zack, PC ließ sich runterfahren, neu gestartet. Steam hat sich komplett neu installieren lassen und die Spiele haben sich neu installieren lassen, ohne Probleme. Es lag wirklich an der externen Festplatte, die war einfach abgeschmiert, Schrott. Dann habe ich mir eine neue besorgt und seitdem tut alles wieder und Gott sei Dank, dass nicht nichts Größeres passiert ist, sondern da bin ich eigentlich noch ziemlich günstig weggekommen. Die hat knapp 50 Euro gekostet, die Festplatte, und Befreiung möglich, dann befreien wir uns. So, gelbes Vorsignal. Verlangsamen Sie auf 85. Ja, da bin ich ja schon lange drunter. Bin ja schon mal nur noch bei 60. Aber ich finde es echt schön, dass das da angegeben ist mit der PZB, dass man da wirklich ja, gesagt bekommt, was man zu tun hat. Das hilft. Das hilft vor allen Anfängern, die mit PZB gerade lernen umzugehen. Muss ich echt sagen, haben sie wirklich sehr gut gemacht.
Befreiung nicht möglich. Geschwindigkeitsbegrenzung 85. Ja, das haben wir im Griff. So, und dann sind wir auch schon angekommen an unserem Ziel. Wunderschön. Ein bisschen nach vorne ziehen. Und dann haben wir es geschafft. Wunderbar. Es war sicherlich seltsam, aber gute Arbeit, daher, dass sie es hierher geschafft haben. Jemand wird in Kürze vorbeikommen, das Triebfahrzeug überprüfen und anschließen. An den restlichen Zugverband ankuppeln. Anschließend soll das wohl heißen. So, dann schauen wir mal, ob wir Gold erreicht haben. AP Gold natürlich. Und wieder ein Level höher. Wunderbar. Kassel-Würzburg haben wir auf Level 8 und die BR401 haben wir auf Level 6 geschafft. Und wir selber sind auf Level 25. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Szenario und mit diesem Video. Es war lang genug, 1 Stunde 30. Aber es hat sich gelohnt. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich würde sagen, ihr hört mich dann nächste Woche im neuen Video wieder. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis dahin, macht's gut. Euer der Danny Spieters. Haut rein, eine schöne Woche. Bis dann, bye. Bye.